Ja, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Wundert ihr euch auch nicht immer wieder, wie uns die Realität immer schon in Filmen vorausgesagt und vorausgezeigt wird und diesbezüglich auch überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht wird, wenn hier Parallelen einfach zu finden sind, also Ähnlichkeiten, die in dem Film gezeigt werden, in der Realität dann sehr oft eintreffen. Wie zum Beispiel eben auch in dem Film Die Hamburger Krankheit, in dem einfach so unglaublich viele Parallelen zur jetzigen Gegenwart einfach vorhanden sind. Der Film ist aus dem Jahr 1979, ja, oder eben auch in dem Film Sie leben aus dem Jahr 1988. Auch in dem wird gezeigt, wie die Gesellschaft manipuliert werden kann durch Werbung, durch TV, durch die Omnipräsenz der Medien halt. Ja, und wenn man hier einfach auch logisch und mit Hausverstand denkt, sollte man an und für sich annehmen, dass man solche Informationen eher geheim halten möchte, wenn hier möglicherweise eine Agenda dahinter stecken möchte. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, die Informationen werden uns eben in einem Film vor die Augen, vor die Nase geknallt und da kann man sich einfach nur noch wundern. Warum das aber so geschieht, ja, und noch einige andere massenpsychologische Phänomene erfährst du und zeige ich euch wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Geo von GeolebenTV und bewusst gesund bei Geo. Auch der Film Matrix, der auf spannende Art und Weise vieles voraussagt, wie zum Beispiel auch den Einsturz der Twin Tower. Da könnte man natürlich auch sagen, ist ja alles nur Zufall. Ja? Klar, die Filme spielen ja alle in der Zukunft. Das heißt, die Handlung, das Geschehene ist ganz, ganz weit weg und somit auch keine Gefahr im Augenblick. Jeder wird auch das Phänomen kennen, aus einem Albtraum aufzuwachen und dann festzustellen, Gott sei Dank, es war ja nur ein Traum, also Gefahr wieder gebannt und ruhig weiterschlafen. Ja. Und genau dieses Muster kommt bei einem Film zum Einsatz. Gott sei Dank, es ist ja nur ein Film. Und dieses Muster legt sich dann in weiterer Folge auch über ein Geschehen, das fast deckungsgleich mit einem Film in der Realität eingetroffen ist, dann eben mit der inneren Aussage, Gott sei Dank, es ist ja nur ein Film. Das hat einfach auch damit zu tun, dass wir Menschen natürlich schlechte Zustände vermeiden wollen, ja, und da ist uns dann schlussendlich auch jedes Mittelchen recht. Ja, und wenn jemand dieses Phänomen nun ausnutzen möchte, nur mal angenommen, dann ist es natürlich recht klug, eben vorher über das, was man später einmal so haben möchte, einen Film zu machen, diesen lange vorher zu zeigen, der setzt sich dann oder der Inhalt setzt sich dann in den Köpfen der Menschen fest und die Menschen speichern das Geschehene als, das ist ja eben nur ein Film in ihrem Hippocampus ab und verknüpfen diese Aussage gerade auch dann wieder, wenn in der Realität ähnliche Situationen entstanden sind. Der Film 1984 von George Orwell ist hier ein recht gutes Beispiel, wie ich finde. Und schlussendlich ist dann im Hirn wieder abgespeichert, es ist ja Gott sei Dank nur ein Film und diese Überzeugung überwiegt dann einfach auch, egal wie stichhaltig die Fakten dann in der Realität eben schon ausschauen mögen, es ist ja Gott sei Dank nur ein Film. Ein weiteres psychisches Massenphänomen wäre, dass gewisse Menschen, die vorwiegend in entscheidenden politischen Machtpositionen sitzen, oft jeder Fehler verziehen wird. Fehler und Irren ist grundsätzlich ja natürlich auch menschlich, das ist klar. Ja. Egal, was die Politiker dann eben auch oft anstellen, ja, das ist dann sehr oft auch über Gebühr. Dazu gibt es aus meiner Sicht ein sehr probates Mittel. Wir wissen ja, Politiker werden immer wieder einfach mal gerne satirisch durch den Kakao gezogen. Man hält auf diese Art und Weise diesen Politikern vor Publikum gerne den Spiegel vor, indem man
deren Eigenheiten satirisch zur Schau stellt oder das, was sie halt so angestellt haben. Wie gesagt, bevorzugt vor Publikum, sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn machen. Dieses Publikum ist ganz angetan darüber, dass der Politiker nun mal etwas abbekommt, ja, dass der mal so quasi durch den Dreck geschliffen wird. Dies geschieht dann oft auch noch im Beisein des Betroffenen oder des Politikers im Publikum, und so hat das Publikum dann auch mal das Gefühl, etwas zurückzahlen zu können. Es wird recht herzlich gelacht dabei, denn in so einer Situation jetzt auszuflippen und auf den Politiker nun mal so richtig, dem mal so richtig die Meinung zu geigen, was vielleicht auch mal angesagt wäre, das schickt sich nicht, so wurden wir halt einfach auch nicht erzogen. Ja, ein Politiker ist eben eine Autoritätsperson, so einfach mal die Konditionierung, das ist einfach mal so abgespeichert. Also anstatt mal gründlich zu schimpfen, die Chance zu nutzen, lacht man lieber. Das Publikum lacht, der Politiker lacht, macht gute Miene zum satirischen Spiel und alle sind irgendwie zufrieden. Dass sich der Politiker das dann auch noch gefallen hat lassen, bringt ihm dann sogar noch Pluspunkte ein. Das ist ganz witzig bei der Sache. Also, dass solch Satire etwas bringen sollte, zum Beispiel, dass die Menschen endlich mal über die Machenschaften des Politikers zum Nachdenken kommen, passiert, wie gesagt, nicht. Das Fass wird nur kurz mal aufgemacht, es wird herzlich gelacht und das Fass wird wieder fest verschlossen. Ein perfektes Beispiel dafür ist die sogenannte bayerische Starkbierprobe am Nockerberg in München, in der gerne eine Menge prominente bayerische Politiker satirisch durch den Kakao gezogen werden und das auch noch im bayerischen Fernsehen übertragen wird, also medienwirksam. Und zu guter Letzt, last but not least, zum dritten psychologischen Massenphänomen. Umso augenscheinlicher, umso klarer und wahrer dem Menschen etwas vor Augen gehalten wird, vor Augen steht, vor Augen geführt wird, umso mehr verschließt er oder verschließt ein Großteil der Menschen, umso stärker die Augen. Ich höre, ich sehe und schon gar nicht sage ich etwas. Dieses Spielchen kennen wir ja alle. Nach dem Motto, es kann einfach und darf einfach nicht sein und schon gar nicht, wenn es eigentlich so eindeutig ist. Ja, meine Lieben, das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Die Menschen müssten doch alle froh sein, wenn ihnen so klar die Augen geöffnet werden. Sind diese in den meisten Fällen jedoch nicht. Ja? Der Mensch ist eine Verdrängungsmaschine. Er verdrängt alles, was irgendwie unangenehm ist. Und umso unangenehmer, umso mehr wird dann eben auch verdrängt. Es hat natürlich damit zu tun, dass eine faktische Wahrheit, wie zum Beispiel 1 und 1 ist 2, die individuelle, subjektive Wahrheit des Individuums 1 und 1 ist eben 3, stark verändern würde. Diese Rechnung hat natürlich nur Symbolcharakter und könnte für folgende Aussage eben auch stehen: Unsere Regierung ist gut und macht das Beste für uns. So die subjektive Wahrheit eines Menschen. Dem entgegen steht eben nun, dass sich faktisch und objektiv herausgestellt hat, dass diese Regierung korrupt ist und ihren Bürgern sehr viel Geld aus der Tasche gezogen hat. Das ist jetzt natürlich eine rein hypothetische Annahme und Vergleich. Bitte darauf zu achten. Soll jetzt keinesfalls irgendeine Regierung darstellen. Wenn da jetzt jemand daherkommt und die Überzeugung eines Menschen, die da ist, dass die Regierung es gut mit den Bürgern meint, faktisch umstößt, dann wehrt dieser Mensch diese Wahrheit natürlich ab, weil sie ihn massiv bedrohen würde. Das ist fast so, als ob der gute, brave Papi, der jetzt immer so gut mit mir gemeint hat, plötzlich gewissen Dingen überführt wurde. Der gute Papi ist gar nicht so gut, da stürzt eine oder würde eine Welt einstürzen. Da prahlen zwei Welten aufeinander und das erzeugt den Menschen massive Unsicherheit, Stress und Angst. Und diese massive Angst führt dann immer zu drei möglichen Reaktionen. Entweder man bekämpft diese bedrohliche Wahrheit oder man verschließt die Augen und Ohren und hört es dann einfach auch nicht. Oder man gerät in eine gewisse Schockstarre, die einem jeglichen Handlungsspielraum nimmt. Ja, so ist es. Und ist das Argument noch so wahr für den
für den du überzeugen möchtest, ist diese höchst sonderbar. Ja, viele Menschen haben einfach ihr Leben auf gewissen subjektiven Wahrheiten oder besser gesagt eher Annahmen aufgebaut. Und dann kommt jemand und sagt, sorry, das stimmt so nicht. Das Kartenhaus würde zusammenbrechen. Und deshalb, ich höre, sehe und sage lieber nichts. Ja, meine Lieben, drei Phänomene, die ich entscheidend finde und gerade in der jetzigen Zeit sehr viel Einfluss haben. Doch entscheide selbst, ich sage diesbezüglich nichts und ziehe da jetzt mal keine Vergleiche. In dem Sinne, alles Liebe, Daumen hoch, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video und schreibt mir vor allem auch, ob euch diese Art dieser Videos gefallen. Alles Liebe, euer Guillaume.